Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Star Wars Day. Wir haben zwar heute den 5.5. schon, also May the Force be with you war gestern. Dennoch möchte ich euch heute an diesem Mittwoch mitteilen, wie mein aktueller Status ist nach einer Woche hier im Projekt mit Farmen. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes mit dem Projekt von Null auf Galaktische Legenden, Tag 342. Heute ist es soweit. Heute haben wir Star Wars Day, also gestern theoretisch gesehen. Aber weil ja gestern Dienstag war und ich ja immer nur Mittwoch spiele, habe ich mal gesagt, nee, wir machen das heute, werden das heute auch die ganzen Belohnungen ein und auch über das eine oder andere Sog quatschen, was sich geändert hat. Was ihr aber schon seht und was hier oben schon deutlich sichtbar ist und was ich genial finde, finde ich recht witzig. Ich vermute mal, dass dieser wird hier wahrscheinlich rausfallen am Ende wieder, wenn die Eroberung durch ist, weil die galaktischen Schlachten laufen ja nur noch 5 Tage. Also von dem her müssen wir mal schauen. Also, dann das habe ich auch noch offen gelassen. Den Dunkeltruppler. Dass der natürlich bei 3.1c jetzt zu farmen ist, ist der Hammer. Und meine Belohnungen, die nehme ich natürlich alle gerne mit. Also an sich muss man sagen, es ist natürlich genial, aber trotzdem zu wenig normales Material zum Farmen. Muss man ehrlich sagen, da hätte ein bisschen mehr, 5 Setas, ja okay, ist nett. Razor Crest, ja, ist alles recht nett, aber trotzdem, da hätten sich echt was, noch ein bisschen was mehr. Aber das ist ja, es ist, glaube ich, im Laufe der Zeit immer etwas weniger geworden und sie halten für die Reliktstufen das immer teurer, notwendiger. Ja, egal jetzt. So, dann hat sich bei den Quests hat sich was getan. Muss ich reinschauen. Genau. Gewinne 2 Rang Fähigkeit. Okay. Da sind neue Quests mit aufgepoppt. Okay, gewinne 2 Rang 5 Stärke Ausrüstungsherausforderung. Ah, ich weiß schon, was es ist. Ich glaube, ich weiß schon. Ja. Das ist das hier. Das hier. All das hat sich ja dementsprechend ja auch verändert. Weil jetzt kannst du nämlich... mit dem Update heute Nacht hat sich das verändert. Vorher musstest du es leider wieder von Hand machen. Aber jetzt machst du hier auf 8. Und alles ist abgeschlossen und das gilt auch für das Early Game. Also die 10 Minuten Wartezeiten sind weg. Also ihr braucht euch keine Sorgen mehr machen, wenn ihr das Spiel neu anfangt. Es fällt weg und ich habe es getestet. Ich habe es wirklich getestet. Ich habe mir da deswegen, das Video wird dann noch erscheinen. Ich habe mir da auch mal für Kurzzeit mal so einen kleinen Test-Account gestartet, wo ich einfach mal die Sachen da ausprobiere, die gerade für das Early Game wichtig ist. Und das ist eine geile Geschichte. Das Simmen an sich ist auch trotzdem immer recht witzig, weil es hier alles, aber jetzt gehst du hier in diesen einen, in dieses eine Feld rein, drückst hier zweimal Sim und alles erledigt. Super. Super. So, jetzt schauen wir mal rein. Aha. Gewinne 2 Rang 5 Fähigkeit. Okay. Das heißt, simmel nicht, sondern du musst sie kämpfen. Okay. Gut zu wissen. Damit du dann diese 5 Teile bekommst, musst du hier das hier kämpfen. Okay. Was kommt sonst noch rein? Das heißt, erhalte 6 das hier. Ja, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Raid-Tickets bekomme ich ja sowieso automatisch. Ah ja, und was ich aber auch geschafft habe,
einen Erfolg, den habe ich extra noch warten lassen. Ich habe es mit diesem Account geschafft, meine ersten Splitter für meine Gilde zu bekommen. Ja, ich habe da sogar was aufgenommen von dem Ganzen. Und ich werde euch einen Teil davon jetzt zeigen. Ja, das war auf jeden Fall eine absolut geile Geschichte, dass ich das geschafft habe. Wow, ich war sehr stolz, dass ich das... Das Witzige dran ist, ich habe sogar mit einem stärkeren Account, habe ich diese Mission mal nicht geschafft, weil ich einfach da das Problem hatte, dass ich in Phase 3 zwei von diesen... Wie heißen die Vollidioten? Arc Trooper bekommen habe und die haben mich platt gemacht. Aber hier habe ich es geschafft und damit bin ich sehr, sehr stolz und froh. Gut. Also. Um die eine Quest zu schaffen. Wie gesagt, die hier. Muss man anscheinend diese Kämpfe von Hand machen, von Hand gewinnen. Okay, für die alten Hasen wird es leicht sein. Okay, für mich ist es auch kein Problem, das zu erledigen. So. Bevor wir hier, haben wir natürlich auch noch Doppeldrops. Und die laufen jetzt noch 11 Stunden. Und ihr seht, ich habe jetzt hier Energie noch ein bisschen reingebuttert. Ich werde jetzt nochmal Energie zusätzlich ballern, weil ich will noch zusätzlich die Doppeldrops ein bisschen ausnutzen. Also, was hat sich jetzt hier so getan? Ich habe jetzt hier nicht zu viel. Ich habe nämlich da nur einmal was bekommen und nur zwei, genauso wie es vorher war, zu wenig Splitter. Also da ist die Droprate genau. Also früher war die Droprate bei den Doppeldrops-Events bisschen besser, aber ich habe es teilweise auch schon wieder übel. Übel war das dann teilweise. Richtig übel. Das kommt jetzt hier. So, jetzt haben wir hier die ersten Raid-Tickets habe ich bekommen. Dann... Dann tun wir den ja auch gleich farmen. 2 und 6, das ist dann in Ordnung, das brauchen wir sowieso. Dann haben wir hier
Da können wir jetzt den ausbauen. Hier muss ich dann nochmal kurz warten. Da brauche ich nochmal 10 weitere. Die werde ich dann bis nächste Woche dann auch haben. Also das wird auf jeden Fall laufen. Dann schauen wir mal. Tun wir jetzt nochmal einmal Energie refreshen. Tun wir, wie gesagt, heute ein bisschen Energie rausballern. Das ist egal. Hier Splitter. Tun wir nochmal. Da kommt jetzt nichts, also hat sich das nicht gelohnt. Und zwei, mehr als zweimal mache ich es nicht. Mehr als einmal mache ich es nicht. Da schade, ich hätte dieses Schiff gerne noch freigeschaltet. Aber das klappt leider nicht. So. Dann tun wir dieses Schiff dann auch. Und wie schaut es jetzt aus mit den Großkampfschiffen? Exig, da brauchen haben wir jetzt insgesamt 130 und das würde noch ein bisschen zu lange dauern. Und deswegen will ich das hier und hier noch nicht ausgeben, weil ich will erstmal dieses Schiff hier maxen, bevor ich mich an die anderen Schiffe wage. Ja, und demnächst will ich mich dann auch noch, obwohl ich es nicht, will ich die Chimäre auch noch freischalten. Aktuell schauen meine Schiffe, die ich dafür benötige, auch wenn ich es nicht brauche. Das hat nichts mit dem zu tun. Für die Grand Arena ist das jetzt komplett sinnlos. Moment, wo ist die Chimäre? Hier ist sie. So. Hier. Das funktioniert auf 7 Sterne, würde ich sie nicht freischalten. Also ich würde dieses Event, könnte ich spielen, also freischalten könnte ich die Chimäre, da bin ich fest davon überzeugt, mit diesen drei Schiffen ohne Probleme. Aber ich möchte auch schauen, dass ich vielleicht noch ihn mit dazu nehmen kann. Also bis 5 Sterne kann ich dieses Schiff freischalten und das ist natürlich dann auch eine geile Geschichte, weil dieses Schiff ist sehr genial. Das würde auf jeden Fall helfen, damit man die Chimäre noch leichter freischalten kann. Natürlich am leichtesten, wenn ich Han Solos Millennium Falcon mit dazu nehme. Ich könnte auch dieses Schiff hier, glaube ich, freischalten. Könnte auf 7 Sterne und hier, genau. Da, 150 Splitter habe ich für Wedge inzwischen. Also, wie gesagt, ich könnte es definitiv, könnte ich hinkriegen. Dass ich da was mache. Aber ich mache momentan noch nichts. Ich habe zwar 11,13 Millionen, aber ich lasse es momentan noch. So. Gehen wir nochmal zurück zu den Schiffen. Haben wir noch einen mit Großkampfschiffe sind alle auf Level 85. Dann können wir das Schiff auch auf Level 85 bringen. Genau. Genau, die lassen wir. So, dann haben wir und die restlichen Schiffe machen wir dann erst, wenn ich dann dafür das Ganze bereit bin. Dieses Schiff, naja, das lassen wir so wie es ist. Das werden wir erst zum späteren Zeitpunkt farmen. Dann das hier. Die Fähigkeiten. Genau. Und wie gesagt, da will ich schauen, dass ich das auf 6 oder 7 Sterne, weil das hilft mir dann bei der Chimäre dann auch noch ungemein, aber auch in der Grand Arena, ganz klar. So, kommen wir jetzt zum Hauptpart. Nämlich, was hat sich jetzt im Laufe der Woche getan? Also, machen wir erstmal den farmtechnisch, bevor wir den Gear-Bereich starten. Farmtechnisch, wie ihr seht, Admiral Peart kommen jetzt nochmal 6 Splitter dazu. Das ist, gestern habe ich es zweimal probiert und nur insgesamt 4 Splitter bekommen. Also nur einmal die Doppeldrops richtig ausgenutzt. Ein zweites Mal
kommen jetzt, also ich habe jetzt 10 Splitter für Pier dazu bekommen, aber hier doppelt so viele, klar, weil der ist, der von ihm sind mehr. Und jetzt habe ich hier für Held des Widerstandes Poe 302. Also ihn kann ich dann auch schon auf 7 Sterne freischalten, wenn ich ihn endlich soweit habe. Aber das dauert halt leider noch und leider zu lange. Also, Krennic ist ja der nächste Kandidat. Da haben wir jetzt halt 8 Splitter bekommen. Jetzt sind wir hier bereits, kann ich ihn ja auf den nächsten Stern. Jetzt hat er 5 Sterne. Aber ich werde hier nicht nochmal zusätzlich Energie reinpumpen. Warum nicht? Ja, es ist in der Richtung leider nicht. Es würde mir nichts bringen, weil ich sowieso noch warten muss. Und da tue ich doch lieber in Piet, weil Piet dauert noch wesentlich länger als Krennic. Bei Krennic bekomme ich hier jedes Mal 2 Splitter, während ich bei Piet nur einen bekomme. Und deswegen dauert es leider noch um einiges länger, deswegen spielt es keine Rolle. Und ich werde wahrscheinlich jetzt dann auch öfters zweimal das machen, damit das Ganze funktioniert. So, dann machen wir dann auch hier, damit ich vielleicht noch das Glück habe. 12 Splitter für ihn, aber leider Gottes die violetten Teile, die ich dafür haben wollte, habe ich jetzt leider nicht bekommen. Und Cyan tun wir jetzt auch noch. So, meine Raid-Tickets habe ich bekommen für die Quest. Genau. Und 2 für Viers, für Dings. Okay. Also. Da tun wir noch einmal. Und hier, zack, rein. Bunkern. Sehr schön. Jetzt haben wir hier 23. Also demnächst kann ich ihn auch freischalten. Das dient eher für das Sistrium-Virat, für später. Aber so schlimm ist das jetzt nicht, wenn ich da ein bisschen Energie hineinballere. So, dann gehen wir mal hier. Diesen Teil brauche ich noch. So, tun wir noch einmal Energie. Sechs, jetzt fehlen nur noch 31. So, und meine letzte Energie kriegt diese Teile hier. Halt, stopp. Das machen wir hier auch. Und das hier. Ah, kommt auch wieder mal nichts rüber. Ja, aus 0 von 0 auf 0 von 0 bleibt immer noch 0. So, zum Schluss noch die Kantina und dann gehen wir ans Gieren. Also da hat sich ja, wie ihr seht, auch schon wieder einiges getan. So. Und wie ihr seht, ich habe jetzt hier schon 410 Teile. Das ist schon eine ganze Menge. So, tun wir gleich 20 auf einmal. Da kommen jetzt 54 von diesen noch dazu. Nochmal 5 extra. Die Kantine-Energie, die ich ja natürlich der gratis bekommen habe, hat natürlich jetzt schon geholfen. Und da muss man sagen, das ist jetzt schon ein guter Anfang. Wir haben jetzt hier an dieser Stelle 478 und ich brauche 1000. Ja, 1090. Ne, 1035, Entschuldigung. Wir brauchen 1035 und da habe ich jetzt schon fast die Hälfte erreicht für das, was ich alles an Reliktverstärkermaterialien benötige. Und das ist schon mal genial, weil dann kann ich mich an die restlichen wagen. Und dann anschließend kann ich mich auch parallel dazu. Ja. Ich habe leider aber noch nicht, das habe ich leider noch nicht gemacht, nämlich die Materialien, die ich für die Gierstufen benötige, das habe ich leider noch nicht geschafft. Da war ich jetzt nicht in der Lage dazu. So, zum Schluss
noch die Mods. Da machen wir jetzt keine Mods an sich, sondern die Materialien. Weil da nur bei denen ist, gilt es Doppeldrops. Aber da nehme ich das, was am... Ich habe jetzt hier schon einiges an Material, aber von diesen zu wenig. Und deswegen tun wir jetzt nochmal kaufen. So. Kommt nochmal 42 dazu. Jetzt habe ich insgesamt 261. Genau. Dann bei den Schiffen. So. Und wie ihr seht, energiemäßig bin ich jetzt wieder fast bei Null. Also, was hat sich jetzt alles so getan bei Gieren? Also, bei den Giermaterialien. Also, Jedi-Revan habe ich jetzt genug Material zusammenbekommen, dass ich ihn auf Ausrüstungsstufe 12 mache. Und das will ich natürlich auch, weil ich ihn natürlich auch auf 12 oder auch auf 13 brauche, damit ich in der Trupp-Arena und auch in der Grand Arena doch ein bisschen besser nach vorne komme, weil es fehlt halt immer noch an allen Ecken und Enden bei ihm hier. Das hier kann ich ihm auch verpassen. Und das ebenso. So. Dann. Die nächste Stufe, natürlich verliert er, brauche ich es dann bei Wirs. Die nächste Stufe natürlich auch bei Jedi-Ritter-Revan, ganz klar, weil ich ihn. Der braucht auch eine höhere Ausrüstungsstufe. Damit haben wir ihn auch soweit. Und die nächste Stufe will ich dann hier für Count Dooku geben, damit er dann auch so bald wie möglich auf Reliktstufe kommt. Diese zwei Teile fehlen jetzt noch. Ich brauche hier 31. Von diesen habe ich, da fehlen noch 12, das ist nicht schlimm. Und von denen da fehlen noch 28, 38. Und wenn ich die habe, kommt er dann nämlich, ist er dann der Erste, den ich dann auf Relikte habe. Und der muss natürlich auch noch auf Relikte 6. Ganz klar. So, dann haben wir nämlich das hier auch geschafft. So. Dann will ich jetzt noch Folgendes machen. Und zwar, Sekunde, ich will euch was erklären dazu. Genau, also, Stufe 7, da brauchen wir 5. Kann ich die irgendwo kaufen? Ja, kann ich, das ist gut, das ist gut, die kann ich kaufen, das ist gut. Galaktischer Krieg, das hier, das kann ich auch machen. Ich erkläre es euch gleich, was ich meine. So. Dann gehen wir schnell in die Lieferung, tun wir schnell meine Einkäufe machen. Dann erkläre ich euch alles, was ich meine. Ah ja, und geldmäßig seht ihr, dass ich inzwischen langsam auch auf ein vernünftiges Level komme. Und da ich ja nicht mehr aktuell nicht mehr viel ausgebe, weil ich alle auf Level 85 habe, die ich haben will, kann ich mir dann auch sowas hier ohne Probleme leisten. Weil das stört mich ja dann nicht mehr, weil hier kann ich es dann aufgeben. Grief Karga. Mache ich auch. So, was haben wir hier? Ja, neu ist ja auch hier, dass der Sturmtruppenhand dazugekommen ist. Dann machen wir den und den Jedi-Ritter-Bewacher und zum Schluss noch Chopper. Wobei ich brauche Material. Dann haben wir den hier. Dann brauchen wir das hier und natürlich Betäubungshandschellen. Ganz wichtig. Und zum Schluss noch diese hier. Gut, dann gehen wir hier weiter. Chief Nabbit.
Nein. Und dann tun wir einmal hier ausgeben. Dann hier. Und nochmal da. So. Splittermäßig bin ich ja. Habe ich jetzt wieder 5. Nächste Woche kann ich das nächste Seta verteilen. Also können wir einmal, also 5 Stück. Und die kriege ich jetzt innerhalb von einer Woche nicht zusammen. Also innerhalb von 10 Minuten, wie lang das Video noch sein wird, maximal, werde ich das jetzt definitiv nicht zusammen bekommen. So, dann machen wir das hier. Also, jetzt haben wir die Splitter, die ich brauche. Und ihr seht, ich habe jetzt hier 326 für Grievous. Also ich kann ihn fast genug, damit ich ihn freischalten kann auf 7 Sterne. Aber ich will das hier, das ist jetzt ganz wichtig. Deswegen habe ich die Sachen gekauft, weil ich sie hier benötige. Gut, dann kommt das hier noch dazu. Und das hier kommt auch noch dazu. Ah, ich habe nicht genug Geld. Egal, spielt keine Rolle. So. Genau. Das war aber jetzt dann hier. Ah, es langt trotzdem nicht. Scheiße. Schade. Wo hakt es denn? Wo steht denn? Das sind wahrscheinlich die Teile hier, oder? Ja, genau. Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Nee, kaufen kann ich nichts. Na gut, dann muss ich es anders machen. Zack. Zack. Das kann man kaufen. Gut. Sehr schön. Genau das. So. Jetzt haben wir es dann soweit, wie ich es haben will. Und zwar. Ich habe jetzt an dieser Stelle hier alle Charaktere, die ich natürlich benötige für die galaktische Legende dem Sith-Imperator. Den Sith-ewigen Kaiser. Habe ich natürlich jetzt alle auf über Stufe, also 8 Stufe, die sind alle auf Stufe 8. Drunter sind sie, ist jetzt keiner. Deswegen wollte ich die Königliche Garde, genau, die Königliche Garde, dass ich sie auf, auch auf Stufe 8 habe. So. Was heißt das jetzt? Ich möchte schauen, dass ich die, bis nächste Woche zusammenrechne, was für Materialien ich noch benötige. Und zwar alles, was ich benötige. Und zwar auf ab. Deswegen wollte ich sie alle ab Stufe 8 haben, weil dann kann ich nämlich explizit schauen. Also wie viele brauche ich jetzt noch von diesen Teilen hier beispielsweise. Insgesamt bei allen Charakteren. Oder wie viel brauche ich von diesen Teilen hier. Damit ich da schon mal genau eine explizite Zahl habe oder ob ich dann überlegen muss, muss ich eventuell mit Kristallen arbeiten, dass ich den einen oder anderen nachschieben kann. Und da möchte ich schauen, dass ich da eine Zahl habe, wie viel ich benötige. Ich bekomme sie nämlich nicht insgesamt, wie viel ich brauche, um alle zu farmen. Es geht nicht darum, dass man nur die Legende farmt, weil die kommt ja am Ende noch on top oben drauf. Nein, es geht darum, wie die Charaktere, was die kosten, was die mich dann natürlich dann kosten. Und ihr seht, ich habe ja noch viele. Der erste, ja, bei ihm fehlen zum Beispiel auch noch die ganzen Stunguns. Zum Beispiel, er braucht ja hier an dieser Stelle hier eine komplette Stungun. Dann braucht er diese Teile hier. Von denen da braucht er ja insgesamt 20 Stück. Und von diesen, wie viel der ganze Schmarrn kostet, und ich sage ja, das ist eine Riesenaufgabe. Das kann ich ja jetzt sagen. Jeder weiß, was ich davor habe, das ist schon extrem übel. So. Aber. Ey, das wollte ich jetzt nicht. Egal. Jetzt können wir noch die Fähigkeiten ein bisschen geben. Aber jetzt wisst ihr, was ich da noch ungefähr, was da notwendig wird, was da für Aufgaben auf mich zukommt. Weil ich kann ja nur explizit farmen, damit ich weiß, wie lange das Ganze dauert, wenn ich es weiß.
Okay. So, jetzt noch Fähigkeiten vergeben. Der nächste war jetzt Darth Maul. So, nach das, dann muss natürlich auch Old Ben irgendwann seine die Fähigkeiten verbessert werden, weil ich will natürlich auch CLS mir dann holen. Farmboy. Aber als erstes kommen natürlich die Charaktere, die ich benötige für die galaktische Legende. Und die Omegas kommen natürlich auch noch alle dazu. Genau. Genau, passt. So, jetzt ist die auch fertig. Und bis nächste Woche habe ich dann genug, damit ich Krennic auch noch auf die Stufe bringen kann, die ich benötige. Dann habe ich die Fähigkeitsstufen auch bei Krennic soweit. Und dann anschließend brauche ich mich dann nur noch um theoretisch gesehen nur noch um die Omegas kümmern, weil die violetten Teile werde ich dann eher dann nicht mehr benötigen. Und kann sie dann soweit farmen und zum Beispiel nur sowas wie Old Ben oder Luke's Farmboy, dass der dann sie dann irgendwo bekommt oder Quill. Aber für die galaktischen Legenden sind die Fähigkeitsmaterialien nur noch für Krennic werden benötigt. Ansonsten bin ich dann safe. Hier habe ich in der Richtung jetzt eher nichts gemacht. Ah ja, was ich jetzt machen kann, ist natürlich Rey Schrottsammlerin, dass ich die endlich mal auf 7 Sterne bekomme. Das ist in Ordnung. So. Ah ja. Level 85 können wir sie vielleicht auch noch bringen. Das ist vielleicht recht nice. Gefällt mir besser, wenn 85 bei ihr dasteht. Genau. Ah ja, genau. Den Clone Sergeant Phase 2 kann ich auch jetzt auf Level 85, auf den 7. Stern verpassen. Da habe ich ja schon lang. Ah ja, Lockray natürlich auch. Momentan habe ich das Geld. Deswegen kann ich mir solche Spielereien gerade aktuell leisten. Dann. Sonst habe ich jetzt eher nichts, was ich jetzt auf dem 7. Stern bekommen will. Nur die Sachen, die halt jetzt hier da gewesen sind, das habe ich natürlich gerne gemacht, aber alles andere lasse ich dann momentan noch offen. Genau, schauen wir nochmal durch. Schaut alles recht ordentlich aus. Genau. So, jetzt kann ich hier Quests. Was haben wir denn da? Ah. Warum sie das wieder gestartet haben, weiß ich nicht. Weil ich das hier nicht, weil man das nicht mehr abschließen kann. Weil wir nur noch simmen. Deswegen kann man das nicht abschließen. Sistrimirat, das kann ich schon, aber das obere kann ich nicht. Aber okay, die Belohnungen sind ja sowieso eher mau. Das hier, das kriege ich sowieso automatisch. Warum sie die wieder gestartet haben? Versteht kein Mensch. Die Flottenherausforderung haben wir auch. Genau, nur noch die Sachen da. Ah. So, dann haben wir das. Superrennen und so weiter, das machen wir jetzt dann nicht. Und das ist das, was ich heute dann alles geschafft habe. Also doch wieder eine ganze Menge. Da ist Revan auf 12. Jedi-Meister Revan auf 9. Und 3 Charaktere auf 7 Sterne. Okay, die sind war jetzt nicht notwendig. Aber ich wollte es halt mal machen. Vor allem, wenn ich mal genug Kohle habe. Weil die Splitter, die ich halt hier bekomme, sind natürlich auch nicht zu verachten.
Jetzt kann ich mir dann am Ende doch noch das hier leisten. Also die Teile brauche ich so oder so. Die habe ich dann nichts mehr. Und dann sind wir in diesem Video schon wieder am Ende. Heute wieder mal keine Action, aber das ist ja auch kein Wunder. Es geht eher darum, Charaktere auszubauen. Und da bin ich jetzt hier schon sehr weit. Und ich habe jetzt natürlich wieder ein nächstes Ziel. Ich möchte, was ich euch bereits gesagt habe, damit ich weiß, wie viele Gear-Materialien ich benötige. Und das möchte ich mit euch, da möchte ich euch dann zeigen, was es dann nächste Woche heißt. Weil sowas hier, wie viel ich von diesen Teilen brauche und so weiter und so fort. Das ist alles extrem viel, extrem häufig und sehr, sehr nervig. Und vielleicht habe ich schon, kann ich schon nächste Woche sagen, dass ich meinen ersten auf Relikte habe. Ich werde ihn nicht auf Relikte abschließen, weil ich brauche ihn ja auf Relikte 6. Count Dooku brauchen wir auf Relikte 6, aber auf Relikte bringen, das sollte ich bis nächste Woche auf jeden Fall hinkriegen. Oder besser gesagt, ich hoffe es mal, dass ich es hinkriege. Ja, die Doppeldrops sind ja nur noch heute. Also, liebe Leute, das soll es jetzt an dieser Stelle gewesen sein. Lissi wollte übrigens jetzt auch noch auf den Schoß kommen. Unbedingt. Stand nämlich hinter mir und hat gemotzt. Aber das ist halt so üblich bei der Katze. Also, ja, ist ja gut. Also, ich wünsche allen einen schönen Tag. Möge die Macht mit euch sein. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, ein Abo und ein wunderschönes und eine wunderschöne Glocke. Das wäre super. Würde ich mich tierisch drüber freuen. Schreibt in die Kommentare, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Wie weit ich bin. Ja, ich weiß, Lissi, aber ich muss da was sagen. Ich weiß, was du willst. Katze halt. Jetzt hat mich Katze rausgebracht. Wir sehen uns dann definitiv im nächsten Video. Macht es gut, ciao, servus. Und auch wenn ich schon mal gesagt habe, möge die Macht mit euch sein.